In einem Schneckenhaus wohnte einmal ein einziger Krebs, der so groß geworden war, dass er nicht mehr hineinpasste. Oh je, sagte er, ich muss mir wohl was Größeres suchen, um mein zärtliches Hinterteil zu schützen. Und was ist bitte eine schöne Zahl, fragte der Krebs. Fünf, sagte der Seestern. Fünf ist die Zahl der Zahlen, weil ich nämlich fünf Arme habe. Wenn es mein Haus wäre, würde ich sagen, es kostet fünf Pfennig. Bedreht blickte der einzige Krebs zu Boden. Fünf Pfennig war immer noch zu viel für ihn. Außerdem war es ja gar nicht das Haus des Seesterns. Was mache ich denn da bloß, dachte unser Krebs. Nimm's leicht, spottete das Klapper, so wie wir. Ihr habt ja keine Ahnung, früher als Larve war ja auch mal eines der unzähligen kleinen Lebewesen gewesen, die ziellos im Meer dahin dümpeln und sich nicht um Schneckenhäuser und Seesterne kümmern. Aber nun war es fest ausgewachsen und das war etwas ganz anderes. Das wisst ihr schon von zärtlichen Hinterteilen nicht, aber es klappte. Wie das Plankton zu sein, was mir schön, aber auch gefährlich. Überlauert hier Gefahr. Man durfte sich nicht von der Schönheit mancher Geschöpfe täuschen lassen. Je hübscher, desto gefräßiger, lautet ein altes Einsiedlerkrebs-Sprichwort. Und da war vermutlich etwas dran. Warum versteckst du dich nicht, wenn du zwei Scheren hast? Der Vorüberschwamm, Mute gegenüber zu tun.